grüßt euch und habe die Ehre, zum Vlog 178 kommen wir heute. 178, ja, muss so sein. 2. August haben wir. Dienstag. So, und heute geht's jetzt endlich mal wieder los mit mir. Wir haben ja schon lange noch mal gemäht, oder? Ja, und zwar geht's los mit dem dritten Schnittmäher. Der dritte Schnitt ist bei mir jetzt auf der Wiese und auf der vorigen, wo ich schon gemäht habe. Gute 5,5 Wochen. Da ist ein Schacht. 5,5 Wochen. Glaube ich mal, oder? 25.06. Ja, ja, doch, ich glaube schon. Moin, ja. Gut, 5,5 Wochen. Und es steht richtig schön da, muss man sagen. Also es ist ein ganz ordentlicher dritter Schnitt. Ist natürlich aber auch, ich habe ja im letzten Schnitt, aber im davor Video habe ich ja auch noch einmal gejammert, dass bei uns auch schon langsam saumäßig trocken wird und alles und jetzt geht es dann langsam hinter so und so weiter. Und irgendwann hat der Petrus mein Jammer doch gehört und hat dann gesagt, ja gut, das kann er jetzt so nicht lang, dass der Grimm da alle die ganze Zeit so am Rumjammern ist, jetzt lassen wir es halt einmal lernen. Ja, und da ist doch glatt einmal an einem, ja gut, jetzt ist es her, eine gute Woche, oder? Ja. Da hat es mal wirklich ordentlich geringelt und hat es gleich 27 Liter mal geringelt und das war natürlich schon eine feine Sache, gell? Das hat der Boden aufgesaugt und das Gras hat Juhu geschrien, gell? Also das muss man echt sagen, war wirklich höchste Zeit und ja. Und darum ist es halt jetzt auch noch alles gerade noch so geschmeidig rausgegangen. In der Zwischenzeit, letzte Woche, hat es auch zweimal in der Nacht ein bisschen an Gewitterschauer gegangen, hat es ein paar Liter geringert, war okay. Und jetzt gerade heute Nacht auch nochmal 9 Liter und also immer wieder so ein bisschen. Gerade so, dass halt reicht. Ja, jetzt muss ich mal da schauen, da sind ja die Kanaldeckel. Gerade so, dass es reicht, ja. Und gerade so, dass es jetzt rausgegangen ist, dass es, ja, sagen wir mal, ohne irgendwelche größeren Verluste, sagen wir mal so. Ja, es ist schön grün und saftig und das ist eine Sache. Weil wenn man das mal woanders zieht, hey Herrschaft, beim Stefan Bauerhauer zum Beispiel, der ist ja da in Graz, ganz Nordbayern hinter, oder im Frankenland, da ganz oben drinnen. Ja, die haben ja eine Dürre da oben, eine Wüstenlandschaft, das ist ja grausam. Eieiei, also da ist kaum zu beneiden. Also das ist schon furchtbar, sowas. So eine Trockenheit und immer, und dass das Gras am Stand verdrückt, gell? Also, das ist ja Katastrophe, sowas. Einmischt. Also, wenn sowas bei uns wäre, hätte ich gegangen. Also, das wäre die absolute Futterkatastrophe geben, gell? Weil das, wenn wir jetzt da bei uns die 4 Schnitte haben, also, oder da ein Schnitt ausfällt oder 2 Schnitte ausfallen, ja. Weil du bist halt wie meine Viecher ernähren soll, gell? Wo du das ganze Zeug herbringen sollst dann, weil das sind dann ja Mengen, gell, was da fehlt. Ja. Okay. Aber so ist es halt. So hat halt jeder Bauer irgendwie mit seinen speziellen Problemen zum Kämpfen, oder? Da ich da, der andere da. Irgendwo. Es tut nie alles so recht, wie man es immer will, gell? Ja. Also, das ist 5,5 Wochen, genau. Und das Feld oberhalb noch, bei der großen Wiese oben haben wir ja nochmal 1. Das ist bloß so gut 4,5 Wochen. Das habe ich damals eine Woche später gemeint, oder? Und das ist halt schon noch, da ist noch ein bisschen, da steht noch ein bisschen wenig. Gell? Aber irgendwie wäre es trotzdem mehr, dass ich da einfach, ich habe halt eine super Jungs und eine gute Qualität, aber. Weil mit dem ganzen Heiber und Kräusler und alles und die Hin- und Herfahrerei ist einfach, wenn ich jetzt da halt das Ober mitmache und nachher geht es in Ruhe und nachher ist weniger Fahrerei. Einfach, gell? Weil der Diesel kostet ja auch nichts, oder? Und darum
ist es, passt das schon so. Und das, wie gesagt, es gibt natürlich auch, weil es jung ist, es gibt da ein richtig junges, gutes Futter und das hauen die dann und das inhalieren sie dann sowas. Wenn das Wetter mitspielt. Aber jetzt ist Dienstag, also bis Donnerstag hat er einmal so, wie er ihn jetzt hat. Man weiß ja nie, was den Wetterpropheten allerlei fällt. Also bis Donnerstag ganz sicher schön. Und heiß und gut und ja, über 30 Grad wieder und richtig. Also ein schönes Heimwetter einfach. Ja. Und wenn das so bleibt, dann passt es. Dann können wir schön gemütlich 3 Tage heiben. Okay. Genau. Habe ich noch was sagen wollen? Ich weiß, ich habe schon noch mal was sagen wollen, aber ich weiß es jetzt wieder nochmal. Ja. Aber das werden wir dann kriegen beim nächsten Mal. Ich würde ja, denke ich, irgendwann zwischen bei denen nur mal anmachen. Und euch auf dem Laufenden halten, wie es läuft. Okay? So. So, Leute. Sind wir immer noch beim Dienstag. Ich habe jetzt meine Felder, meine Wiesen zweimal gekreiselt. Und jetzt am Abend, das ist schon. Die Sonne steht schon ganz tief, also kurz vor Sonnenuntergang. Da tue ich noch dem Schwaderfahrer und ja, zwei Sachen machen. Nachtschwaden machen. Nachtschwaden sind, wo man das Heu praktisch zusammenlegt auf Nudeln, dass das praktisch vom Boden mal wegkommt. Dass es das, was der Kreisler vielleicht in irgendwelche Mulde oder sowas nicht verwischt und das der Schwager doch verwischt, dass man das rauskommt, dass es so griech und so weiter. Dass morgens, wenn der Tau drin ist, oder dann, dass der Tau nicht auf der ganzen Fläche ist, sondern nur auf der Nudel, oder? Dann trocknet es wieder schneller. Und so hat es mehrere positive Effekte. Und was ich jetzt da dazu noch mache, ist nur, die ganze Fläche ein bisschen zusammenrechen. Ein bisschen zusammenrechen, dass es ja, einfach enger beieinander liegt, dass sie nicht so viel kreiseln muss und nicht so viel hin und her fahren muss. Weil das ja jetzt dritter Schnitt ist und es ist ja noch relativ jung, sagen wir mal, oder? Und es ist jetzt noch nicht so die Masse da. Und wenn jetzt da viel Masse da wäre, wäre das jetzt blöd, das so zu machen, oder? Weil dann kriegst du bloß riesen dicke Nudeln zusammen und alles und das will man ja eigentlich auch wieder. Es muss ja dann auch wieder schneller trocknen gehen, oder? Und so schaut es jetzt. Jetzt schaut es gar gegen, sondern das ist blöd. Jetzt fahren wir ein paar Mal einmal auf die Richtung. Genau, also so muss ich beim Kreuzler weniger fahren und muss man dann beim Schwader auch weniger fahren. Und ausschauen tut das so, oder? Das sind jetzt einfach zwei Nudler, die so zusammengelegt werden und in der Mitte, das hat jetzt ungefähr, sagen wir mal, gute 2 Meter Breite, oder? Und da kann ich jetzt dann mit dem Kreuzler drüber fahren, oder? Und muss dann um einiges weniger fahren. Und, ja, da fahrt es da drüben, ja, scheiße, immer so rum, ist besser. Ich muss jetzt noch 3-mal kreuzeln, morgen 2-mal und am Donnerstag 9-mal. Dann ist es gut. Und ja, hey, so verspare ich mir da halt ein bisschen was. Und das geht noch 3-mal, kann ich da fahren, weil der Kreuzler schmeißt es ja immer wieder auseinander und es wird breiter und breiter, aber bis 3-mal geht es noch. Bevor es dann wieder zusammenlegen müsste. Aber das tun wir nicht. Und in der anderen, anderen Feld oben, wo ja noch weniger ist, da habe ich es noch ein bisschen mehr zusammengelegt, wie jetzt da. Jetzt da fahre ich ja bloß einmal links, einmal rechts, oder? Dann habe ich die Nudeln und da oben hab, bin ich sie dann noch einmal mehr drum, weil es einfach da so dünner gelegen ist. Ja, so viel da dazu. Wisst ihr das auch mal, was ich da für einen Zirkus da mache? Ich weiß nicht, ob das andere auch so machen, keine Ahnung, aber ich mache es halt so. Könnt ihr ja nicht schreiben, wenn es jemanden gibt, der das so auch macht, der mir halt. Oder bin ich doch ein Exot. So. So blendet Sonne, aber nur mal lang. Wie schnell haben wir denn eigentlich?
Und wie langsam weg jetzt mal runter. Kollege hinter den Bäumen, der ist nämlich auch am Meer gerade. Der hat auch so ein Zeug, genau so das gleiche Schumperzeug wie den, wie mir da. Und der hat angefangen mehr. Dann bin ich noch schnell nachzunehmen und haben gefragt, ob er nicht mir das auch noch, weil die haben eine Presse auch, die tun bei sich daheim nur pressen. Also nur Baller machen alles, oder? Und die machen das selber und die, ja, und dann habe ich halt gefragt, ob man das noch mitpressen könnte, oder? Weil das gerade, es liegt ja gerade nebeneinander und er macht das ja so ein bisschen nebenher auch noch. Ne? Und dann hat, dann passt das gerade. Wenn der dran ist und das noch dazu geht und mitgeht, dann ist gut. Und dann ist das auch weg. Und ich stehe es mal ein bisschen besser weg wie letztes Mal. Also, ich muss ja mal sagen, es war grenzwertig, aber es ist noch gegangen. Aber jetzt ist es super. Genau, so ist es. Und da, wenn ich jetzt nicht damit mit Mähen fertig bin, geht es gleich wieder weiter zum Kreisler. Zwei Kreisler. Das wird aber nicht kreuselt, das bleibt liegen. Weil, ja, das wird. Mit der vielen Sonne, das wird viel zu trocken. Und darum lassen wir es gleich liegen. Und nachmittags, irgendwann so im späteren Nachmittags, tut es dann zusammen und tut es voller machen. Okay? So schaut es aus. Okay, jetzt sind wir wieder auf dem Laufenden. Und ich fahre weiter. Immer im Kreis. Und das ist schon verrückt, hey. Jetzt habe ich die ganze Kabine zu, dass ihr mich ein bisschen besser verstanden, oder? Hey, das wird heiß dahin, ne? Das ist brachial, ist das. Da kommst du gleich zu schwitzen. Und wie ihr ja wisst, ich habe ja gar keine Klimaanlage im Traktor, weil ich das nicht wollte. Es haben schon viele gefragt, ja, warum denn nicht und alles. Und ich mag es ja eigentlich nicht. Oder? So eine Klimaanlage und dann im Traktor. Ich reiß lieber das Fensterscheibe auf und schalte auf Durchzug. Gell? Das ist mir viel lieber. Zumal ja auch so eine Klimaanlage für den Traktor, glaube ich, damals 3.500 Euro gekostet hätte. Und für das, dass ich es dann nicht nutze, brauche ich es nicht. Oder? Das ist ja auch klar. Oder? Ganz anders wäre das, wenn jetzt ich, was weiß ich, Ackerbau betreiben würde und du tust da irgendwie
also ein trockenes Feld, ein Grupper, ein Striegler, irgendwas machen, wo es staubt wie Sau, oder? Oder wo man Spritze tut mit dem Spritzding, Zeugs kommt da, oder? Das ist ja, da musst du Löcher zu machen, oder? Das ist ja klar. Und wenn du das bei so einer Hitze machst, da gehst du ja ein, oder? Also, da ist das schon verständlich, aber da, bei mir, na, mag geht, will geht, das ist gut so. So, und jetzt, drum machen wir so, reißen es noch wieder auf. Gesammelt, obwohl es eigentlich schon, schau mal her, es ist schon 32 nach Kuh. Das erzähle ich später. Na, auf jeden Fall ist schon Stallzeit eigentlich, aber ich bin immer noch am Kreuzle quer und jetzt noch am Siloballe sammeln. Und das ist nur möglich, weil ich zurzeit die letzte, jetzt sind es 9 oder 10 Tage, abends gar noch mal in den Stall muss. Das ist eine feine Sache, das ist eine super Sache. Und zwar ist das nämlich so, es ist ja nicht der Thomas, der Jürgen und der Wolfgang am Schaffen, die wohl die Treppe gemacht haben oder auch das Dach gemacht haben und mir ein bisschen was Elektrisches gemacht haben, sondern es ist auch die Jugend am Schaffen. Und die machen mir jetzt komplett den Stall. Und das zeige ich euch jetzt noch. Jetzt schauen wir schnell zu unseren Stallhelfer. Das ist die Abteilung Kuh. Oh. Ja, grüß Gott. Hallo. Das ist das Neue. Und da ist Team Kuh. Ja. Schon richtig am Arbeiten. Du darfst durch, ja? Ja. Und da brauche ich nichts mehr machen. Muss nur zuschauen oder gar nichts oder irgendwas anderes machen, so wie Ballersammler zum Beispiel. Ja? Die Jugend schon gut angelernt, gell? Perfekt. So, und da drinnen war Team Kleintier, Kleingetier am Werk. Nils und Rike, vielen Dank euch fürs Helfen. Aber die sind noch mal da, weil sie schon fertig sind. Also, Dankeschön euch auch. Genauso wie der andere auch beim Melken. Top. Ja, die haben es gemacht. Ist nicht weg. Hier Lamis. Und Esels. Ups. Toller Zaun, gell? Das ist made by Esel. Willi. So, und zwischendrin, vor dem lauter Heiber und alles, bauen wir noch Türen. Hier da ein da schleift ein paar Zara. Ja, da haben wir eine Türe gemacht, wo so eine rustikale Schiebetüre soll es geben, hat sie sich gemacht. Oder wir haben das jetzt gemacht und da ist jetzt am Schleifen und das ja nur so zwischen dem Heiber, so zwischendurch. Jetzt gehen wir aber ganz still rein und schauen zu, wie sie noch schleifen tut. Gut macht es. Ja, gut, die zwei kurze da. Ja. Dann geht's gleich weiter. Ich trinke dabei noch meinen Kaffee fertig.
leiser ist. Mein Schwanerfahrer, der hat mich versetzt. Ich frage einfach so hochgefragt, dein Urlaub. Und jetzt habe ich Gott sei Dank einen Ersatz gefunden. Und zwar das ist der Thomas. Und der Thomas, das ist der. Dreht er gerade um. Von dem von unserem Doppelschwager, oder? Wir haben den ja zu zweit gekauft und er ist der andere davon. Und ja, er hat sich gerade heute irgendwie Zeit nehmen können und ist der für mich Fahrer da. Das ist jetzt einmal sehr gut, weil sonst ohne Fahrer jetzt beim Heibe wäre es, würde ich jetzt sagen, eher schwierig geworden, weil es zeitlich alles nicht ausgeht. Weil allein die Zeit, wo ich reinfahre, ich fahre ja ungefähr 5 Stunden oder so, brauche ich, bis ich alles reingefahren habe. Und wenn ich jetzt noch vorher noch mal 3 Stunden schwadern muss oder 2,5 oder je nachdem, ja, dann wird der Tag einfach zu kurz, gell? Und darum ist es so. Und darum super Sache, dass wir mal voll fahren. So, gell? Ja. So, ertragmäßig für den dritten Schritt ist es okay. Also es passt. Kann man sagen, ist okay. So. Gut, bin zufrieden. Bin gleich Winde sein. Mit dem längeren Drucker sein und so weiter. Also, na, tipptopp. Da würde ich da mal von der Seite noch mal schauen. Ja. Ich sehe zwar schon, das ist ziemlich weit weg. Ach, wird jetzt nicht so interessant sein zum Anschauen. Aber. Ja. Drum. Patent wie die gerade auch. Gut aus. Oh, der andere ist schon bald wieder voll. Also gut, ich zeige euch, lassen wir es noch kurz laufen und noch. Wir sehen jetzt bis Stauben. Aber letzte Fuhr ist hin. Jetzt haben wir 6:30 rum. Und das letzte für heute. 10 Fuhrer Reitung. Passt. Und absolut bestes, trockenstes, schönstes, lecker Futter. Ja, gerade noch. Gell? So, dritter Schnitt in dem Fall so gut wie hin. Ich habe noch 1,5 Hektar habe ich noch standen. Aber das ist noch auch 4,5 Wochen, das ist mir noch zu wenig mehr. Und darum habe ich es noch. Das ist jetzt nicht so wichtig, sagen wir mal so. Und
das ist gleich in der Nähe dahinter, also alles gut. Das meiste ist jetzt einfach hinten und das ist gut so. So. Okay. Und darum können wir sagen, grob ist dritter Schnitt abgeschlossen. Also die 1,5 Hektar, das läuft noch so. Okay. Ja, so schaut's aus. Mit diesen Bildern eines leerlaufenden Ladewagens, der wo ein bisschen grutzt, verabschiede ich mich bis zum Morgen. Also. Rein, können Sie rausschauen. Ja. Ja. Muss noch ein bisschen klopfen. Ja. Ja. Ja, wo ist sie? Hey. Hallo? Hä? Schumpi? Ja, Christi. Ja. Jo. Sondre hat gesehen. Wir haben gerade vorhin die Schumpi vom Berg geholt. Weil Schumpi ist jetzt dann hat Termin, Kalbetermin am 23.08. Okay? Und darum muss ich jetzt schon her und muss sich eingewöhnen, okay? Und muss schon ein bisschen Kraftfutter fressen, dass man dann auch schön eine Milch geben kann. Okay? Oder? Machen wir das so. Ja. Okay? Und dann lecker Heu fressen. Okay? Und das machen wir immer so. Wir lassen die immer zuerst im Stall dahinter springen, wenn die Kühe noch draußen sind, weil es einfach besser ist. Noch hat, ja, da kennt sie sich doch im Stall schon mal ein bisschen besser aus und alles und weiß, wo es Wasser ist, wo es das gibt. Wie man da, aber die kommt gleich ins Gitter rein. Manche gibt es auch, manche gibt es auch, die findet den Eingang ins Gitter nicht so schnell. Die suchen immer da anders umeinander und anstatt man den Kopf dann da reinsteckt. Da hat noch ein Kraftfutter liegen, hallo? Da? Neben dir. Du bist eine Pfeife. Komm, da. Ja, riecht da. Da, guck her. Hast du es vorhin? Musst halt mit Hai fressen, aber das geht auch. Okay. Das ist die erste Neuigkeit. Und die zweite Neuigkeit ist, wie mache ich das? Das ist das. Ich habe nochmal so eine. Und zwar ist das anders quer. Ich habe nochmal eine Jungkuh gekauft. Kauft auf dem Zucht. So, Kamera wieder ausgeschaltet. Also nochmal. Gestern auf dem Zuchtviehmarkt habe ich nochmal eine Jungkuh gekauft. Aber jetzt nicht so eine wie die, wo kälbert jetzt, sondern eine fertige. Die, wo schon 28 Liter Milch gibt. Und zwar, wie geht es? Wir sind ja gestern am Heiber quer und alles, aber bei uns kann man am Zuchtviehmarkt. Das beim Veranstalter, bei unserer, ja, das ist bei der, wie sagt man, der Zuchtverband, genau, so ist es, kannst du einen Kaufauftrag auch geben, wo du sagst, ich will eine Kuh mit dem und dem und dem und dem Kriterien, oder? Und dann kaufen die für die, oder? Und ja, und bringen die Heu und alles wunderbar. Und das Heu gestern einmal denkt, das muss jetzt, haben wir noch nie gemacht, hat es noch nie gebraucht, auch Alter, aber haben wir jetzt einfach einmal gemacht. Und dann haben wir meinen Nachbar, der ist untergewehr und hat welche verkauft und dem haben sie die dann in Hand gedruckt und hat gesagt, der soll sie wieder aufbringen und dann hat man Heu die bis an den Stall her geliefert gekriegt. Gell? Und das ist war eine super Sache. Und es hat wirklich funktioniert. Gut funktioniert. Die hat alles das, was ich so gesagt habe, und Ding passt wunderbar. Gestern Molke, alles wunderbar. Gell? Na, also muss ich sagen, hat gut hingehaut. Das hat gut hingehaut. Das wäre auch einmal, das muss ich mal schauen, ob ich das irgendwann einmal auf die Reihe bringe. Und zwar hat unser Zuchtverband, die haben eine neue Vermarktungshalle und eine Vermarktungs-, wie sagt man, ja, baut. Nagelneu. Und das, da war ich jetzt bis jetzt noch nie, aber das wäre mal allerdings, da müsste ich mal, wenn ich da würde ich mal anfragen, ob ich da filmen darf und dann, da könnte man auch mal ein Video machen, wie die Vermarktung vom Zuchtvieh von der Kühe so stattfindet da. Das wäre auch mal interessant, glaube ich. Oder? Könnt ihr da mal reinschreiben, ob das was wäre,
so wie das da abläuft, gell? Wie die Viecher nachgebracht werden, wie sie gehalten werden, untersucht werden, versteigert werden, wo sie Dinner sind und wie sie dann heimfahren und so. Irgendwie so in der Richtung. Oder wie das Ganze einfach abläuft. Das würde ich ja mal schauen. Vielleicht so Richtung Herbst, Winter einmal oder so. Das wäre vielleicht einmal eine Sache. Gell? So, und jetzt haben wir das Muli da. Und die, gell, findet es eigentlich ganz gut. Da braucht man einen Namen mit M. Ach, halt einmal, da wisst ihr noch was. Also es gibt ja auch Zuschauer, glaube ich, unter euch. War das 2019? Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Ich habe mal, doch, ja, ist gut. 2019 habe ich mit Filmen angefangen. Und irgendwann war das im Herbst, wo mir eine Kuh nach der Geburt. Ah, da ruft jemand. Ui, jetzt schau jetzt aber. Die Star Wars-Fan. Den Druck jetzt schnell weg. Nein, nochmal. Das war im November, hat eine Kuh gekalbert und ist danach verstorben. Das habe ich im Video auch gezeigt. Und sie ist das Kind davon. Also hoffen wir, dass es da besser läuft alles wie damals. Gell? So, also jetzt muss ich Mittag machen gehen und schauen wir, wie es noch weitergeht oder ob noch was kommt. Es ist zwar schon Freitag und ich habe da noch ein bisschen und da noch ein bisschen, aber. Naja, ich zeige euch auf jeden Fall die andere Kuh noch, heute Abend noch, wenn es in den Stall geht. Die ist jetzt mit Dussa und ist da am Machen und die zeige ich euch noch schnell noch. Gell? Also, jetzt kann ich weitermachen. Da haben wir die neue. Gell? Hallo neue. Die ist jetzt seit gestern da. Sie hat bloß noch kein Halsband. Das Halsband ist ja. Da ist ein Transponder unter drin, das sieht man bei der, da unten so ein blaues Teil unter der. Und das, der Transponder ist, da können Sie sich hinter in der Kraftfutterstation Kraftfutter abholen. Das hat sie jetzt noch nicht gekriegt, weil ich ein Problem habe. Irgendwie habe ich ein technisches Problem mit dem Ding und ich finde es noch nicht raus. Und zwar da geht es um das ist ein uraltes System, wo noch auf Windows 3.11 oder irgendwas basiert. Und ich habe da so einen uralten Rechner noch da. Der, wo das noch verwaltet und irgendwo ist der Bock drin. Der erkennt also diesen neuen Transponder, wo ich eingestellt habe für die Kuh, erkennt er nicht. Und ich weiß nicht warum. Jetzt habe ich noch ein Ding, wo es sein könnte, wo ich weiß und sonst steht da wie der Affe vom Berg. Das ist dann kacke. Ja. Weil, und das ist nämlich auch das Problem von dieser Anlage, das ist so alt, die Technik, das gibt es schon gar nicht mehr, da gibt es auch keine Ersatzteile mehr. Und wenn dieses Ding jetzt mal hops geht und nicht mehr geht, dann heißt es entweder von Hand füttern vorne, was total blöd und umständlich ist, oder ein neues System da rein tun, kostet rund 6.000 Euro. Ja. Und auf das habe ich gerade noch gewartet, das brauchen wir noch. Ja. Das ist noch richtig gut, da kommt richtig Freude auf. Ja. Aber hier geht es wenigstens gut. Jetzt habe ich da halt ein bisschen Kraftfutter von einem Gittergerber vorhin. Und das hat sie gleich besser und das war okay. Ja, so, also gut. So haben wir es jetzt dahin. Also noch ein bisschen weiter. Das ist schön am Spülen. Oh, ich tue gerade auch noch die letzten Reste von gestern noch auf der Heistock auf, weil Claudia hat es gestern noch mal reingebracht. Das war gestern ziemlich hoch schon, oder? Und jetzt hat sich es am nächsten Tag ein bisschen abgesetzt. Jetzt haben wir wieder Platz.
Und das mache ich jetzt noch. Und das ist dann der Schluss vom Hai und auch der Schluss vom Video, würde ich sagen. Gell? Darum, ich denke oder ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne mal wieder einen Daumen geben und so weiter. Ja, und sonst, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bedanke mich fürs Zuschauen und pfiat euch und habe die Ehre. So, fahren wir noch weiter. Das ist einfach blöd. Ich brauche meine beiden Hände an der Steuerung und ich am Filmen. Also, darum ist jetzt Ende. Also, gut. Fertig und voll.